Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr wieder in den God-Mode kommt. Und zwar braucht ihr hierfür einen Kollegen, der euch hilft. Und ihr müsst den Strom aktivieren, sodass ihr die Bounce-Pads bzw. die Jump-Pads nutzen könnt. Wenn ihr das dann gemacht habt, Leute, dann lasst am besten ein Zombie über und holt euch das Grabstein-Perk. Derjenige, der in den God-Mode gehen will. Habt ihr euch das Grabstein-Perk dann geholt, dann lasst euch von dem Zombie töten. Und wenn ihr dann tot seid, dann aktiviert euren Grabstein und lauft am besten zu einem Jump Pad. Ich nehme das Jump Pad hier hinten am Freigelände. So, dann stellt euch auf dem Jump Pad und jetzt gleich braucht ihr euren Kollegen. Und zwar, wenn eure rote Lebensanzeige komplett weg ist, wenn das jetzt nur noch schwarz ist, drückt euer Kollege auf den Jump Pad. Also Leute, ihr müsst das genau timen. Sobald eure Lebensanzeige komplett weg ist, aktiviert euer Kollege dann den Jump Pad, sodass ihr rüberfliegt. So, das dauert ein kleines bisschen. Genau Leute, wenn es komplett weg ist, aktiviert er es genau wie jetzt bei mir. Euer Kollege fliegt dann rüber, ihr seid dann komplett tot. Und wenn euer Kumpel dann die Runde beendet, dann seid ihr im God Mode. Dieser God Mode hat natürlich ein paar Nachteile. Und zwar dürft ihr danach keine Jump Pads mehr benutzen. Ihr könnt nicht mehr in den Teleporter gehen, um ins Dorf zu kommen zum Packer Punch. Also, falls ihr Waffen punchen wollt, dann braucht ihr am besten einen Kollegen, der euch die Waffen hin und her trägt. Und ihr dürft keine Punkteserien benutzen, wie den Angriffshelikopter oder den Marschflugkörper. Sonst seid ihr auch wieder angreifbar. Außerdem kann nicht jeder in diesen God Mode. Wenn ihr zu zweit spielt, kann es nur einer. Wenn ihr zu dritt spielt, können nur zwei Stück in den God Mode. Weil wenn ihr das Jump Pad ja nochmal benutzt, dann seid ihr ja wieder angreifbar. Also müsst ihr dann quasi Spieler 2, Spieler 3 helfen. Das heißt, es kann immer nur einer weniger, als wie ihr Spieler seid, in God Mode rein. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da. Schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Dann würde ich mal sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.